Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Döde Römer. Die Römer, so habe ich falsch ausgesprochen. Ja, wir waren in Syracuse erstmal fertig. Und es geht jetzt erstmal weiter. Wir haben ja die Goldmine gemacht und so weiter. Das habt ihr ja gesehen. Und jetzt geht es mit Florencia weiter. Bauen seinen Trümpfbogen. Die Weizenfarm Florencias können schon Mehl produzieren. Die Beutel fangen noch schneller Feuer. Florencia entwickelt sich zum größten Handelsplatz für Lebensmittel im Römischen Reich. Um die Bedeutung der Kolonie zu unterstreichen, hat der Imperator erlaubt, einen Triumphbogen bauen zu lassen, sofern die Stadtgröße mindestens 25 Häuser umfasst. Jetzt können sie also einen Triumphbogen errichten und damit ihren Namen unauslöschlich in die Geschichtsbücher eintragen lassen. Wenn man so schlecht. Wollen sie den Triumphbogen lassen, sie nicht mehr als 10 Bürger unzufrieden sind? Ja, das machen wir doch, oder? Statthalter, wenn in Florencia 25 Häuser im Casa-Stil entstehen sollen, benötigen sie mehr Sklaven. Der Imperator sendet uns 30 Goldmünzen zum Kauf weiterer Sklaven. Aber dieser Betrag reicht noch nicht aus. Wir müssen den Handel ankurbeln, um weitere Goldmünzen zu erwerben. Sollten wir eigentlich packen, oder? Kaufen schon mal die erste Fuhre. Hinten kommt sie. Bisschen schneller hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wie viele Häuser haben wir denn? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, ziemlich viel. Für die Errichtung eines Lagerhauses werden 10 Sklaven vom Statthalterpalast abgestellt, um Güter und Ressourcen von und zu allen umliegenden Gebäuden zu transportieren. Wenn eine Ressource in ein Lagerhaus eingeliefert wird, kann man auch von jedem anderen Lagerhaus auf sie zugreifen. So können Ressourcen leicht über größere Entfernungen transportiert werden. Das ist gerade logisch, aber gut. Alle Bürger leben glücklich. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken wegen den 10 Häusern. Ach, 14 Häusern. Wir müssen jetzt umbauen. Wir müssen ja erstmal gucken, was handelt ihr eigentlich? Goldmünze, Mehl, Stoff, Wein, ja. Jetzt wird eigentlich immer gewissen. Könnten Wein machen. Das wird gar nicht mehr so schlecht, weil Wein wird immer richtig schnell produziert. Was ich weiß. Und so viel benötigen wir immer gar nicht. Das geht weg. Machen wir erstmal eine Weinfarm. So. Dann machen wir das mit den Goldmünzen schon mal. Oh, es brennt. Ja, tragisch. So, hier können wir noch ein Haus hin machen. Oder den, oder ein Lagerhaus können machen. Das ist, glaube ich, hier. Ja, genau. Wir schöneren Transport. Wir müssen nämlich auch gucken, wo wir das Ganze denn hinbauen möchten. Und vor allen Dingen jetzt auch die Häuser. Ich habe schon gesehen, die Taverne reicht gerade mal bis hier. Wir müssen also eine neue bauen. Weil ansonsten wird er wieder rummeckern. Also wir bauen hier eine Taverne hin. Bauen, glaube ich, mal ab und setzen ihn da hin. Da können wir natürlich so ein fettes Haus, wie heißt es? Können wir so ein größeres Haus, also Häuserblock bauen. So, Wein ist fertig. So, noch die Straßen rum. Weiter, so, bis dahin. Und die können wir auch noch verbinden. Ja. Auf die Ecke machen wir dann eine Statue. So. So, das ist jetzt weg. Die sind jetzt alle runtergegangen. Aber die gehen jetzt auch wieder hoch. So, Wohnsiedlung. Gar nicht so leichte Aufgabe. Müssen mich erstmal gucken. Wie können wir das denn machen? Weg erweitern. Ist ungefähr hier hin. So. Dann hier mal eine Seitenstraße. Dann können wir jetzt ja schon viele Häuser einbauen. 1, 2, 3.
brauchen wir ja nicht. Schade, dann können wir da lieber den Altar hinbauen. Kommt der hier weg, kommen noch mehr Häuser hin. Verbinden wir das hier. Kommen auch noch mal Häuser hin. So. So. Muss ja keinen Wettbewerb Schönheitspreis gewinnen. Aber soll schon vernünftig sein. So, weg. Dann bauen wir hier ganz schön schön und dann können wir hier schon mal ein Lagerhaus errichten. So. Und am besten hier dann noch eins. Wäre nicht schlecht. So, Handel. Ne, nicht. Da. Können wir dahin machen. Ja, wir haben dann schon wenig Holz, ne? Ja, ich habe gerade ziemlich viel gebaut. So, los, arbeiten. Wir brauchen gerade richtig viel Holz. Das kann warten. Okay, wir sind jetzt im Rückstau. Ja, wir brauchen, glaube ich, ein neues Sägewerk. Was dann nehmen wir hin? Egal, sollte eigentlich passen. Du gehst mal arbeiten jetzt hier. Und kein Holz. Sonst können wir nichts handeln. Schade. Das sieht gut aus. Ja, der Weg hier, der sieht ein bisschen... Naja. So. Bin hier nochmal drumrum. So, was jetzt so? Bordinstandhaltung. Wieso arbeiten da so wenig Leute? Okay, man hat kein Bauholz mehr. Jetzt auf zum Sägewerk, du Idiot. Ich muss jetzt erstmal beaufsichtigen. Das wird schwer. Okay. Ungefähr 8 Minuten. Nein, ich setz nicht zum Schlachter. Du fällst Bäume. Kurz arbeiten beide. Nein. Du gehst auch wieder arbeiten. Das haben wir erstmal genug Bauholz. Ah. Nix. Ja, sollte es, glaube ich, erstmal reichen. So, gehst du nochmal ganz schön dahin. Hier machen wir nochmal. Oh, sieht sogar ganz gut aus. Die Leute sind zufrieden. Nice. So, hier können wir noch ein Haus hinquetschen. Wie gesagt, soll er nicht unglaublich schön werden. Und die Straße ist komplett verschwunden hier. So. Zack. Okay, gut, das Wesentliche haben wir ja schon mal geschafft. Er hat gerade ernsthaft die Feuerwehr gebrannt. Okay, gut. Nice! So. Jetzt müssen die Leute natürlich nur noch die Jobs belegen. Die arbeitet jetzt da. So, Wein. Und da haben wir schon richtig viel von. Einmal die Frühzeit, aha. Stoff. Pest! Okay, das haben wir jetzt verschissen. Kräuterladen. Passt noch hier hin. Ah. Wie ihr gesehen habt, ist das übrigens auch die letzte Mission. Also wir werden diese Stadt eh nie wieder betreten, deswegen... Wie viele Häuser haben wir denn jetzt? 21! Okay, noch 4 Häuser. Okay, wo gucken wir denn jetzt, wo wir noch Häuser zwischenquetschen können? Hier zum Beispiel könnten wir noch Viertel hinmachen. Krise ist gelöst. Nice. Mit 2 Häusern. Plus Altar. So.
Was ist entspannen? Alle für Stoffe, nice. Okay, Pest. Scheiße. Naja, zumindest gibt es jetzt einen Kräuterladen. Der reicht bis... Ich glaube, für die ganze Stadt reicht der. Gut. Könnt ihr noch ganz kleinen Garten machen? So. Da passt ja sonst kein Haus mehr hin. Ihr könnt noch 1, 2, 3. So, das dürfte dann reichen. Wir müssen noch den Triumphbogen bauen. 50 Einwohner. Wir haben jetzt 46, also haben wir schon fast geschafft. Und dann fehlt halt nur noch, dass wir die Leute ihren Wünschen wieder erfüllen können. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, wir machen nochmal eine Flachsfarm. Die kommt hier hin. Plus Schneiderladen. Oh, 50 Einwohner. Machen wir, glaube ich, hier hin. So. Was wird hier noch benötigt? Ja, Brot. Ja, Brot gibt es nicht mehr. Dann machen wir nochmal eine Weizenfarm. So, hier so. Dann machen wir die so. Ja, wir können hier. Dann machen wir hier noch einen Weg in den Häusern entlang. Gut, Bäcker. Eigentlich haben wir das jetzt schon geschafft, ne? Können Triumphbogen schon bauen. Wo bauen wir denn hin? Hier so. Ich wollte den eigentlich hier hin machen, aber da ist jetzt gar kein Weg mehr. Hier ist die Goldstatue. Ja, schwierige Frage. Wo machen wir denn jetzt hin? Ich habe keinen Platz mehr für den. Hier. Hier ist irgendwie so langweilig. Ich könnte den hier machen. Hier so hin. Wäre nicht schlecht, oder? Dann hast du hier so einen Triumphbogen. Und dann kommst du in die Stadt rein. So, dann machen wir den hin. Feuer. Nicht mit mir. 4 Burger. Wo wohnt er denn? Da. Entspannt mal nach Sklaven kaufen. Wie läuft's denn eigentlich? Eigentlich relativ gut, ne? So, hier ist noch ein Altar und ein Haus. Meine kriegen wir nächste Stoffe gar nicht. Gut, den nächsten Teil machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Es gibt ja keinen Marmor. Ja, wir können aber auch nicht handeln oder so. Noch 4 Steine und dann haben wir den Triumphbogen fertig. Ist eigentlich eine ganz nette Sache. 2 Goldmünzen. Ein Stein, auch da kommt er. Und da ist er. Der Triumphbogen. Ich mache, glaube ich, hier so einen Screenshot. So, zack. Und von hier nochmal. Ja, beim brennenden Haus. Ist jetzt nicht so optimal. So, machen wir es hier. So. Das soll es für die Folge gewesen sein. Den nächsten Teil mit den nicht mehr als 10 Bürger unzufrieden machen wir dann in der nächsten Folge. Das wäre jetzt einfach zu viel. Und ja, dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ciao.